Jetzt stehen sie halt so da. Die neuen Brücken über den Menzlow-Graben und über den Reitenbach. Oben drüber führt die B303 zweispurig. Der vierspurige Ausbau auf knapp 2,5 Kilometern wurde letztes Jahr gestoppt vom Bundesrechnungshof, weil zu teuer und zu wenig Nutzen. Es fahren einfach zu wenig Fahrzeuge über die B303 von Marktredwitz über Schönding in die Tschechische Republik. Für die Bürgerinitiative ein Beleg, dass sie mit ihrem jahrzehntelangen Widerstand gegen eine sogenannte Fichtelgebirgsautobahn richtig liegt. Es gibt eine Initiative Zukunft Fichtelgebirge, wir nennen sie auch Initiative Zerstörung Fichtelgebirge, die sich nach wie vor stark macht für diesen Straßenausbau. Es ist offensichtlich eine Salamitaktik, die dahinter steht, weil man darauf besteht, dass man eine vierspurige Verbindung zur A93 schaffen möchte, wie auch immer. Aber warum und wieso, da bin ich wirklich überfragt, weil man müsste sich eigentlich den offiziellen Zahlen geschlagen geben. Im Dezember war der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags zum Ortstermin an der B303. Es geht schließlich um 33 Millionen Euro. Eigentlich hätte das eine nicht öffentliche Veranstaltung sein sollen. Zu diesem Treffen sind dann anscheinend auch nicht eingeladene Gäste erschienen. Soweit ich weiß, die Bürgermeister von Schönding und Hohenberg und auch einige Angehörige vom tschechischen Straßenbauamt und auch einige Angehörige von der IZF, die den Ausbau befürwortet. Die Bürgerinitiative vermutet, dass hier Fakten geschaffen werden sollen. Wenn der vierspurige Ausbau schon mal begonnen wurde, kann auch der Rest gebaut werden. Prognostiziert waren einmal 12.000 Fahrzeuge täglich. Jetzt sind es im Schnitt 5.300. Die jetzige zweispurige Bundesstraße könnte 20.000 Fahrzeuge verkraften. Auch beim Lkw-Verkehr wird ein deutlicher Rückgang gemessen. Eine Kosten-Nutzen-Analyse aus dem Bundesverkehrsministerium dagegen hält den vierspurigen Ausbau für sinnvoll, allerdings auf ganz niedrigem Niveau. Dass man sich nicht eingesteht, ist zu sagen, Mensch, es war dann doch nicht so sinnvoll, das Projekt. Lassen Sie uns wieder beerdigen. Das ist natürlich für viele auch eine politische Niederlage, die sich viele Jahre dafür ausgesprochen haben. Das wollen die natürlich ungern hinnehmen. Seit dem Herbst stehen die Baustellen endgültig still. Weitere Ausschreibungen sind gestoppt. Die Brücken stehen so da. Bis auf Weiteres. Die Bürgerinitiative will wachsam bleiben.